Einen wunderschönen guten Abend, gute Nacht oder guten weiß der Geier, wann du dieses Video gerade schaust. Willkommen bei uns auf dem Kanal, willkommen bei Benny und Steve. Wir spielen heute für euch Rusty Lake Paradise. Es ist ein, ja, nennen wir es mal, sehr skurril gestaltetes Spiel. Und ich bin ein ganz großer Freund von und deswegen fangen wir gleich mal an. I remember that day when I returned to Paradise, the island of my family. Since I had received the message of my mother's death, the blurred childhood memories started to become more clear. From that first glimpse of the island, I could feel my mother's presence. It's hard to forget someone who gave so much to remember. The first plague, water turns into blood. Ja, irgendwie geht es wohl um die biblischen Plagen und wir fangen mit der ersten an. Wasser, welches sich in Blut verwandelt. Okay, ist klar. Machete haben wir hier schon mal. So, was hier? Ein Angelhaken, den können wir auch nehmen. Und ich mag ja schon mal gleich die Art der Präsentation, ne? Ah, schön, schön, schön. Was haben wir denn da? Ein Brief? Leider muss ich dir mitteilen, dass deine Mutter verstorben ist. Ja, okay. Und, also wir sind anscheinend Jacob. Ah, okay, alles klar. Wir müssen auf die Zeilen klicken. Mein geliebter Sohn, Jacob. Leider muss ich dir mitteilen, dass deine Mutter verstorben ist. Bitte komm zurück ins Paradies. Wir brauchen dich. Dein Vater. Ja, und diese kleine, lauschige Insel ist wohl das Paradies. Oder heißt Paradise, wer weiß, irgendwie. So, okay. Noch irgendeine Frucht, ein Kaktus. Können wir vielleicht... Rete? Ah. Und erstmal sagt das Ding. Ist das hier? Ein Wurm? Oh, wir haben den Wurm. Schön. Okay, cool, cool, cool. Ach, ich habe auf der Torauswahl geklickt. Ach, ist ja geil, Alter. Er erinnert mich ja so an jemanden, den ich kenne, irgendwie von mir sieht. Ja, Grüße gehen da erstmal raus an dich, Dirk. Ne? Okay, du willst was haben? Ein Echsenschwanz? Was ist das? Irgendwie ein Stück Bambus? Ein Stock? Ich denke mal, er will den Bambus haben. Hier, komm, Machete. Jawohl. Zack, und wir haben einen Stock. Und lass mich mal raten. Wir können jetzt eine Angel bauen. Und er will bestimmt angeln. In dem schönen blutigen Wasser. Wunderbar, gib's dir. Ja, das sieht nach Angeln aus. Kann ich dir das? Ja, okay, alles klar. Ich kann dir das alles geben. Willst du noch einen Wurm haben? Angeln kannst du aber alleine, ja? Super. Und? Ein Schrimp. Okay. Ja, der hat sich einen schönen Wert, der Schrimp. Und? War's das jetzt? Been a while, brother. Ah, er ist unser Bruder. Okay. Also, ja, unsere Mutter ist verstorben und wir kehren also wieder auf unsere Heimatinsel zurück. Ja, hab ich. Hier, komm, gib. Da. Was? Wie? Achso, da willst du einen Namen. Extra ein Schiebetüchchen. Nein. Wunderbar. Hier, komm, nimm den Schrimp. Gönn dir. Was ist das? Oh. Oh. Großmütterchen. Oh. 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 Na, schön. Schön.
Hast mal schön ein abgepopelt. Wunderbar. Was haben wir denn da? Was ist das? Was? Ein Blutegel. Das ist ja ekelhaft. Good to see you, grandson. I'm sorry about your mother. Ja. Ja, alles klar, Oma. Mir tut's ein bisschen leid, dass du Blutegel in der Nase hast. Das muss doch jetzt auch nicht sein. Hey, Ziege? Na? Oh! Okay. Ja, das wäre wirklich heftig gewesen, hätte das wirklich funktioniert. Aber irgendwas haben wir anscheinend dadurch freigeschaltet. Was auch immer sein mag. Eine Pumpe. Moorblood. Und wir haben aber nichts. Können wir den Blutegel da reinpacken? Trink dich zu Tode. Am Blut. Blutegel. So. Nicht. Können wir nicht. Dann gehen wir mal den Weg weiter. Was ist das? Oh, okay. Und? Was? Wie? Okay. Cool. Dann ist das gar kein Lächeln hier. Kein Grinsen. Das ist, das Zeichen für einen Blutegel. Alles klar, wir müssen anscheinend Blutegel finden und scheinbar noch 3 Stück hier, um die Skala voll zu machen, um dann was passieren zu lassen. Hey! Oh, ist das unsere Mutter? Caroline Islander. Das ist der französische Highlander. Mein Name ist Islander. Es kann nur einen geben. Ah, was geschah mit meiner Mutter? Die sieht ganz schön fertig aus irgendwie. Ach so, na, als sie noch lebte. Und das sind wir? Das bin ich vor 15 Jahren. Was sind das? Schalte ich hier irgendwann dauernd frei oder was? Also wir sind eher hier, oder was? Das ist hier der Piefke, war das der am Tor? Denn ist er anscheinend der geangelt hat, oder was? Oder sind wir das? Mein jüngerer Bruder David. Ah, okay, alles klar. Gut, man muss einfach nur aufklicken, dann wird es einem erklärt. Okay, scheinbar war der Angler. Mein Onkel, das ist mein Onkel also. Gerard. Oma? Na, kennen wir? Margaret? Da bei dem Namen. Da wäre eine Erinnerung wach. Meine jüngere Schwester Elizabeth. Mother Caroline und Vater Nicholas. Alles klar. Okay, Vater. Du lässt. Ach, guck mal hier. Dein Onkel hat den Schrimp für dich besorgt. Ja, schön. My dear son. Please. I'm thirsty. Oh, Alter. Das ist aber eine. Wirklich. Ja, lass dir schmecken. Alles klar. Ja, wir haben wirklich eine sehr lebensfrohe Familie. Da sag ich doch erstmal, drop den Igel. Okay, ach, den muss ich jetzt tatsächlich hier anploppen. Und einmal frisch ausgepresst. Das ist schön. Das ist köstlich. Hier ist noch ein Schrank. Ah, eine Karaffe. Wunderbar, ein Krug. Den nehmen wir. Und dann, will ich doch mal hier kurz weg. Kann ich ihn jetzt hier Blut vorsetzen oder was? Fadi? Komm mal hier. Ganz feine Tropfen für dich hier. Oh, yeah. Lass ihn mir schmecken. Mit Fruchtfleisch. Ist ja widerlich. Paradise has been suffering since your mother died. She prayed for your return. Please, help us, son. Ja, aber wie denn? Wird indem ich dir was zu trinken hier bringe oder was? Oder jetzt hier die Plagen beseitige oder was? Wie hat er sich das gedacht? Der Fadi. Ja, im Vorfeld kam dieses Spiel halt sehr, sehr, sehr skurril. So als wenn das hier so eine Art, Tierkult oder sowas auf dieser Insel ist. Also so mit Masken und so. Und das wirkte auf jeden Fall sehr, sehr, sehr interessant für mich und sehr skurril. Ich meine, wie gesagt, ich stehe auf diese Art von Spiel. Muss halt nicht immer die super High-End-Grafik sein, sondern halt der Effekt, der bei diesen Spielen erzielt wird, ist eigentlich für mich eher das Entscheidende.
So, jetzt habe ich schon wieder einen Krug. Soll ich den Vater nehmen? Warte mal, ich würde mal ganz gerne. Der Ziege, kann ich der Ziege was zu trinken geben? Ja. Und? Na dann. Guten Appetit. Ah. Okay, alles. Und damit dürften wir, glaube ich, schon. Ja. Damit dürften wir alle haben, oder? Gehen wir zurück zur Presse? Zur Quetsche? Ja, Stümpel. Aber was passiert jetzt? Ein Schlüssel. Genial. Ja, einfach so, das sind so geniale Mechanismen, die in so in Holzstatuen versteckt sind. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, alles klar. Und hier haben wir einen Schuppen. Da würde ich doch mal sagen, passt dieses Schloss. Hey, wer bist denn du? Bist du Mutter? Oh, ist das so rückwärts gesprochen. Oh, ist das Twin Peaks, Alter. Oh, nee. Oh, ist das fies, ey. Oh, nee. Großartig. Oh. Also einfach fies. So Wörter rückwärts eingesprochen und dann einfach vorwärts abgespielt. So, wie er denn. Oh, fürchterlich. Also auch umgedreht, damit sie wieder gerade klingen. Oh. Aber den meist. So. So, was haben wir da? Wer hat hier in den See geschifft? Da war doch Benny hier. Da war doch Benny hier. Oh, 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 nee, war doch nicht Benny. Caroline Islander, oh nein, der Sarg unserer Mutter? Ah, wie? Okay, oh, ja, okay, alles klar. Muss die Nägel rausziehen. Mit bloßen Fingernägeln. Oh, oh, so eine Suppe. Was ist denn das? Was finde ich denn hier? Was ist das? Dadurch, dass ich die Overlays ausgeschaltet habe, weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt eine Errungenschaft ist, die hier aufploppt, oder ob das jetzt... Okay. Alles klar. Kann ich dich nehmen? Ja, okay. Ja, und das meine ich halt so diese Bildheit gesehen und das fand ich ja schon so verstörend irgendwie. So, mit Händen in der Tasche und so. Naja, haben wir bald. Naja, aber das werden wahrscheinlich wir sein. Oder wir sind gar nicht mit bei. Das ist David. Vielleicht unser kleiner Bruder. Der zieht nach Vater aus. Aber was betreiben wir hier? Irgendwas muss ja auch diese Plagen ausgelöst haben, ne? Aha. Na. Und schon habe ich den schwarzen Würfel. Was das auch immer bringen mag. Mhm. Ah, okay, alles klar. Also, na, hier haben wir die Plagen, ne? Hier haben wir zum Beispiel hier, ne? Wasser zu Blut. Denn Vieh stirbt. Krankheit, glaube ich. Ne? Die Froschplage. Heuschreckenplage. Fliegen? Weiß ich jetzt ja nicht. Irgendwie. Was haben wir noch? Kälte? Tatsächlich kenne ich die ganzen Plagen alle ja nicht. Naja, wir werden sie kennenlernen. Okay. Soll ich jetzt hier den schwarzen Würfel rein? Dickern? Okay. Und nun? Okay. Okay, der Würfel leuchtet. Moment, nu? Soll ich nochmal einen Krug bringen? Ah, okay, alles klar. Die Plage wurde beseitigt. Alles klar. The second plague, frogs. So. Und wir starten die zweite Plage. Das sind denn Frösche. Hey, Kermi. Okay. Okay. Ribbip, ribbip. Was haben wir jetzt? Okay. Aha.
Okay. Fine. So, also scheinbar müssten wir über die Rosenblätter, über die Seerosenblätter zum Stein hüpfen, wie wir es ja gerade gesehen haben. Und wir probieren es mal einfach aus. Ha. So, das war natürlich kein Zufall, sondern ich habe es 1 Million Mal probiert und der Benny hat es euch einfach im Schnitt etwas erspart. Die epischen Fails. Yay! Okay, let's do it. Und wir probieren es. So. Yeah! Wir haben es geschafft. Und wir haben ein Frosch. Hey Frosch. Und wir haben irgendwas Froschiges freigeschaltet. Cool. Okay, alles klar. Was haben wir denn noch? Hey David. Sieht einfach so krass aus. Ach, na, alles klar. Alter, das wirft echt Fragen auf. Was? Alter. Okay, soll ich jetzt versuchen, den Frosch zu fangen hier, oder? Nein, Kuppel, Alter, das machen wir nicht. Das machen wir jetzt nicht. Nee. Wir gehen mal rein. Ah, Gérard, hallo Gérard. Und, was? Ja, einen Schlüssel darf ich den haben? Gib ihn mir bitte. Alter, was? Nein, Mann. Nein. Nein. Wieso? Ja, was? Hast du gerade einen Schlüssel gefressen? Muss reichen. Okay, du willst jetzt Salat haben, oder was? Ach, nee, das gibt's doch gar nicht. Was stopft ihr euch hier alle in den Mund, Leute? Na, Schwesterherz? Kann ich den haben? Was soll das sein? Ist das was, eine Flöte, oder was ist das? Okay. Oder? Kann ich den nehmen? Nee, tatsächlich nicht. Ich muss erst irgendetwas für die junge Dame finden. Ach du Scheiße, Kleister. What is the right way? Oh, sieht erstmal gut aus. Sieht nicht schlecht aus. Got it. Und auch das ist in 1000 Versuchen für euch schön geschnitten worden. So, okay. Wir haben schon 2 Frösche. Wir müssen anscheinend Frösche sammeln. Wir müssen Frösche sammeln. Hey, Großmutter. Eine Kerze, können wir die nehmen? Ja, wir können die Kerze nehmen, das ist schön. Und wir haben die Schale. Okay, sollen wir jetzt Gérard etwas zu essen machen? Vielleicht einen kleinen Salat? Und dazu einen Froschschenkel? So, Omi, was ist... Okay. Okay, wir sollen anscheinend eine Froschsuppe machen. Kann ich jetzt hier einfach... Nope. Und sie will noch 2 Frösche haben. Okay. Gut, 2 haben wir schon gegeben. 2 will sie noch haben. Gucken wir mal weiter. Gehen wir hier durch. Ah ja. Etwas Holz. Dann können wir ein bisschen Feuer unterm Kessel machen. Oh, was haben wir hier? Einen Riemen.
Ein Gürtel. Ah! Damit können wir doch bestimmt zu David. Was ist das? Ah! Okay, dann probieren wir das mal aus. So. Anschluss. Anschluss. Yeah. Ach, und hier haben wir eine Froschflöte. Okay, eine Froschflöte. Dann gehen wir doch mal zu unserer Schwester und sagen, bitteschön. Und, spielst du uns jetzt was? Hä? Oh, okay, okay. Ah, wir sollen also seine Quake da oben nachspielen. Okay, wir können anscheinend zwei Arten von Tönen. Einmal den tiefen Quarkton, diesen, und dann den hohen. Okay. Na dann. Okay. Und nun haben wir den Frosch bekommen. Mann, die sieht doch wirklich fertig aus irgendwie. Na, da spricht doch Lebensfreude aus deinen Augen. Und deshalb, Schwester Herz, lasse ich dich mal alleine. Viel Spaß. Tschüss. So, wir wollen zu David. Weil dem, bevor ihn der Frosch in den Schlüpfer springt, werden wir mal sagen, Gürtel rum, mein Freund. So, und jetzt zeig mal nochmal deinen tollen Trick. Ja, hoppala. Cool. Und wir haben die beiden Frösche. Denn auf zur Oma, die uns hoffentlich ein köstliches Froschragout zaubern wird. So, können wir denn jetzt sagen? Holz? Fantastisch, können wir es anmachen? Yes! Froschi Frosch. Und Froschi Frosch. Na dann leg mal los. Heute koche ich, morgen brauche ich. Und? Das wird ein gar köstliches Süppchen. So kann ich jetzt hier schon sagen, Chalet. Und wir haben Froschsuppe. Es ist also kein Salat gewesen für Gérard, sondern es ist eine Froschsuppe. Das ist ekelhaft. So, na dann, bitte. Ja. Oh, schmeckt gar nicht so toll, oder? Ja, Schale, bitte. Oh nein, ihr kotzt rein, oder was? Oh nein, nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Ich meine, die Alternative ist auch nicht toll. Na, ist das wirklich. Na, gib schon her. Das ist wirklich ekelhaft. Toll, danke, Onkel. Danke, danke. Ja, Paradise ist wirklich eine ganz bezaubernde Insel. So, hat Oma noch was zu sagen? Your mother used to sing you lullabies. Mit, okay, hoffentlich nicht mit der gleichen Stimme, wie du gerade gesprochen hast. Hoffentlich, achso, ja, genau, hier, bumm, und please open it. Ah, und hier ist der schwarze Cube. Oh, kriegen wir jetzt hier ein Wegenlied von unserer Mutter. Okay, überhaupt gar nicht unheimlich. So, schwarzer Würfel eingepackt. Und dann gehen wir doch mal hier in diese, wie nennt man diese, so eine Art Haus eigentlich? Hier so Schrein, Heiligtum? Wir gucken. Aufgemacht, Würfel rein, zugemacht und abgetaucht. Und damit haben wir die Froschplage
beseitigt. Yeah. Was kommt als nächstes? Tatsächlich weiß ich jetzt ja nicht, was das für eine Plage ist. Irgendwie. Krankheit? Nee, Krankheit wird wahrscheinlich das sein oder so. Was soll das sein? Flucht? Wahnsinn? Ah, who knows? Finden wir es heraus. The third plague. Gnats and lice. Und wir sind bei Kapitel Stechmücken und ähnlichen Gewichswirr. So, was haben wir hier? Ein Feugel? Fliegenklatscher, die nehmen wir natürlich mit. Was ist das für eine Markierung an diesem Stein? So, hier haben wir eine kleine Auster dran. Die können wir scheinbar noch nicht nehmen. Schauen wir nochmal schnell links und rechts. Nischt. David treibt sich heute wahrscheinlich woanders rum. Okay, dann gehen wir mal rein. Ah, das X markiert den Schatz. Okay. Was haben wir hier? Eine große Venusfliegenfalle. Können wir auch nichts machen. Gehen wir mal weiter. Was ist das? Nichts können wir hier machen. Was ist denn das für ein Käse? Okay. Hey. Na, oh, schön entspannt. Können wir den? Das ist schon mal gut. Was ist das? Okay, hier müssen wir anscheinend irgendwas reinmachen. Und ja, hier müssen wir... Was töpfern? Na, ihr Lieben? Geht's euch gut? Na, wir haben ein bisschen Probleme mit Läuse. Lice are not welcome here. Ja, wo sind sie das schon? Das ist ekelhaft. Okay, was? Lice are not welcome here. Okay, ja, was willst du denn jetzt machen? Wollen sie Haare abschneiden oder was? Oder wie? Ich denke, du wirst jetzt hier kein Entlausungsmittel haben. So. Die Erks, die nehmen wir mit. Oh, Schnecki. Oh, cool, wir können Schnecki mitnehmen. Kann ich diesen Klotz zerschlagen mit dieser Axt? Es sieht nicht so aus. Na, Oma? They're everywhere. Ja. Rup. Okay. Hey, probier doch mal den Klatsche. Cool. Okay. Und wir können die Stechmücken nehmen. Schön. Können wir die Klatsche nehmen? Nein, können wir nicht. So, hier haben wir eine Schere. Wunderbar, die stecken wir ein. Was ist das? Was ist das? War das beim letzten Mal auch schon da? Ah, okay. Gut, okay, dann würde ich doch mal sagen, wir gehen zurück und geben... Die Schere oder beziehungsweise unserer Schwester die Schere, damit sie. Okay. Ha, okay. Na dann, mach mal. Raspel mal kurz. Seiten auf Null, mein Mäuschen. Oh! Aber noch nicht so auf Null. Oh! Oh, oh! Alter! Okay. Ja, okay. Wir haben das Ohr unseres Onkels. Ja, wie gesagt, dieses Spiel ist nicht umsonst auf diesem Kanal. Es ist schon ganz schön krass, eigentlich. Was ist das? Was? Okay. Besser jetzt? Aber dich scheint es auch nicht so zu jucken, ne? Irgendwie das Ohr fährt, aber andere Geschichte. Okay, gut. Gehen wir mal zurück. Was sollen wir hier mit? Kann man den nicht abhauen? Nee, können wir nicht. Was? Oh, Biene. Was? Okay. Ja, gut. Vielleicht brauchen wir das nachher noch irgendwie. Was können wir das jetzt hier? Ah, hey, ein Kartoffel. Ah, es ist Leben. Ah. Können wir den hier noch? Okay, alles klar. Da würde ich doch mal kurz sagen. Schwibbeli-schwipp. Und wir probieren mal ganz kurz aus, ob wir jetzt hier eine Vase oder irgendwas machen können. Ja, okay, cool, alles klar. Dazu gibt es natürlich nur einen Song, der jetzt laufen kann.
Oh, my darling. So, okay. Dann probieren wir mal erstmal die da unten. Mm. Yay! Okay, die haben wir. So. Und ja, das sieht gut aus. Das sieht auch gut aus. Tada! Schön, okay, wir haben zwei Vasen für Alono. Macht's, haut rein. Macht's gut. So, okay, warte mal. Ah, komm hier noch. Ist hier noch irgendwas? Nee. Nope. Okay, so, wir können hier. Können wir die Fliegen hier? Okay. Fand's ja gut. Können wir noch was? Schnecke? Ja, geht hoch. Ja, oh, wie eklig. Oh, okay, jetzt reicht's aber. Fällt sie. Oh, oh, apropos Fällen. Moment mal. Yes. Und die Holzfällerbäume sind da. So, wo geht's denn jetzt bitte hier hin? Ein paar Birken, ein Lausbirkenwäldchen. Hey, David. Ach, ein bisschen Birkenwasser. Na klar. Cool. Alles klar. Was? Birkensaft. Hm. Soll ja sehr süß schmecken. Und gut für die Haare sein. Was haben wir hier? Beeren. Okay. Pflanze können wir nicht nehmen. Können wir sie ausbuddeln? Nope. Können wir nicht. Okay. My blood sugar level is very low today. My blood sugar level is very low today. Ja. Hier ist mal ein paar Beeren. Okay, das hat sogar funktioniert. Machen wir mal Birkensaft, können wir den geben? Ja, können wir. Und das werden immer mehr Fliegen, ist das ekelhaft. So, Toast kannst du dir so reinpfeifen, mein Freund. So, okay. Was können wir denn noch machen? Oh, hier hinten können wir Vasen hinstellen. Ja, können wir. Schön. Und hier haben wir nochmal unsere Mutter. Caroline. Miss Island. Guck mal. Ja, das war quasi das, was bei Gérard auf dem Kopf war. Ne? Irgendwie die beiden Punkte, die Linie und dann war ein X. Und jetzt haben wir hier ein X. Und da buddeln wir. What is it? What is it? What? Was? Ah, ja, okay. Was sollen wir tun? Was? Ah, sollen wir jetzt hier Augen finden? Oder was? Sollen wir Augen finden? Ah, Auge. Yay! Okay. Also, denke mal, dass man die Dinge, quasi diese Lochscheiben, dahin bringen muss, wo die Augen sind. Die Frage ist nur, wo sind die anderen Augen? Ah, da. Das war einfach. So, okay. Yeah. Cool. Und was haben wir? Was ist das? Eine Zwiebel? Eine Blumenzwiebel. Ah, die können wir vielleicht im Haus einpflanzen. Das probieren wir mal. Das probieren wir mal. Hier. So. Plump. Oh, okay. Das ging schnell. Was haben wir? Wir haben jetzt Blumen. Sollen wir vielleicht die Blumen in die Vase stellen? Ah, okay. Ja, sollen wir. Okay, gut. Ja, dann müssen wir auch noch woanders noch zwei andere Blumen finden. Und was ist mit ihm? Willst du noch... Ah, warte mal. Auf den Toast will er vielleicht
Honig haben, weil hier vorne hängt ja ein Bienenstock. Da fliegt eine Biene mal raus. Okay. Das ist immer die gleiche. Also immer unten eine. Es war wirklich ein Scheißrätsel, wirklich. Ich habe sehr oft jetzt hier rumprobiert. Wir haben es euch einfach erspart. Aber das ist schon, das ist ein mieses Rätsel, das ist mies. Also hier ist halt viel mit Try and Error bei den Puzzlen. Aber das ist halt einfach, ich denke mal, für den Zuschauer einfach ein bisschen langweilig, deswegen haben wir es einfach rausgenommen. So, okay, dann bekommst du jetzt hier mal ein bisschen Honig. Dick aufs Brot, mein Freund. Dann hau rein. Scheinbar hauen die Fliegen erstmal rein. Ist ja ekelhaft. Ihn stört es ja nicht. Ja. Okay. Cool. Ach, hi Gregor. Schön. Kafka lässt grüßen. Okay, unser Bruder ist anscheinend jetzt ein... eine Raupe. Wunderschöne Schmetterling. Ist Gustl. Okay. Und wir haben noch eine Blumenzwiebel. Cool. Gut, wir haben noch eine Blumenzwiebel, die haben... Okay, die können wir da reinpacken, aber wir brauchen noch irgendetwas für die Venusfliegenfalle. But what? So, warte mal. Den hier rein. Flump, zu. Oh, eine Rose. Was können wir... Ah, warte mal, wir gehen nochmal zum Strand. Da war doch noch die eine Muschel, die kleine Auster. Maybe wir können vielleicht machen mit die Axt. Oh, da. Und wir haben die Moschee geknackt. Wunderbar. Na, dann denke ich mal, würde ich das mal in die Venusfliegenfalle packen. In der Hoffnung, dass das schmeckt. Sehr schön. Hey, cool. Und anscheinend kriegen wir hier die dritte Blume. Na dann. Gehen wir doch mal hier zu Frau Mama und... Okay, fliegen, fliegen, fliegen. Und sie machen genau was? Okay, sie fliegen zu den Augen. Das ist überhaupt nicht mal verstörender Shit. Szene irgendwie. Aber wir haben ja schon am Anfang des Spiels mal mitbekommen, also hier gehen schon sehr seltsame Rituale ab, irgendwie, die die Familie hier durchgezogen hat. Ich meine, hey, hallo. Hey, Dave. Also irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Die Frage ist eigentlich, woran ist unsere Mutter gestorben? Irgendwie. Wurde die vielleicht geopfert? Huh. Habt ihr vielleicht eine Theorie? Wenn nicht, würde sie mich mal wirklich sehr interessieren. Und bitte schreibt es mir nochmal in die Kommentare. Vor allen Dingen dieser Untersetzer hier. Ich bin der Meinung, der war davon nicht da. Was soll der da? Nope. Können wir den da wegspateln? Nein, können wir nicht. Wegaxten? Nope. Geht auch nicht. Okay, na gut. Dann du jetzt hier rein. Und abtauchen. Sehr schön. Und damit haben wir Stechmücken und Läuse quasi beseitigt, die Plage. Wie schön. Was wird das nächste sein? Fliegen? Okay. Na dann. The fourth plague. Flies. Okay.
kleiner Vogel. Und du flitzt einfach nur hin und her. Okay, was können wir machen? Nichts. Wir können den Stein etwas anheben. Und das war's leider. Naja. Okay. Ah, da ist die Musik. Okay. Ja, mal geradeaus erstmal. Durchs Birkenwäldchen. Ja. Okay. David wird jetzt ein wunderschönes Schmetterling. Ja, nee, irgendwie nicht. Okay, unser Bruder David ist jetzt anscheinend eine übergroße Fliege und hier brauchen wir wieder etwas, was wir ausquetschen können. Herzen? Ach Gott. Wir hatten es ja schon mal in einem anderen Kapitel oder beziehungsweise vorher im Spiel, dass wir Sachen darin auspressen mussten. Was haben wir hier? Ein kleines Loch. Ein Hase. Und? Oh je, mir schwant nichts Gutes, wenn ich Herzen sehe und kleine Tiere sehe. Okay, das Holz sacken wir mal ein. Oh, wir haben eine Kerze. Und was ist das? Wir haben hier ein kleines Schieberätsel. Okay. Alles klar. Mit durch? Ich weiß, wie es gemeint ist. Nee, so geht's nicht. So geht das nicht. Kann ich das hier nicht jetzt irgendwie da mal zwischenbunkern? Und dann sag ich mal. So. Und so. Und das ist ja auch Quatsch. Sag. Wahrscheinlich müssten wir es erstmal so machen. So. Und jetzt hat gerade den Denkfaden verloren. Doch, nee, so richtig. So. Naja, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen besser gegangen sein. Ein bisschen eleganter, aber es ist effektiv. Die Truhe. Okay, die Truhe ist offen. Hey, Schwesterherz. Lass dich nicht. Alter, lass dich nicht stören. Ich nehme einfach bloß die Schippe hier raus und du mach dein Ding. Ciao. Da machen wir doch mal ein bisschen Feuer unterm Kessel. Oma ist im Kessel. Da, gib mir die Möhrchen. Danke. Go find your brother. Ja, nee, eigentlich nicht. Der ist jetzt eine Fliege, den will keiner mehr finden. Okay, kann ich jetzt irgendwie den Hasen? Oh. Hey, Bruder. Oh, okay. Oh nee. Ich hatte schon so eine Ahnung. Ja, ganz, ganz fein. Die macht jetzt verpissig, aber zackig. Oh, Hasi. Fair. Okay, wir schauen uns mal ein bisschen weiter um. Oh, das ist ja wirklich übel, ey. Was ist das? Gérard, alles klar? Versteckst du dich hier in einer Grube ohne... Oh, ein Wurm? Darf ich den mal kurz nehmen? Dankeschön. Soll ich wieder zumachen? Ja, denn... Viel Spaß noch. Was haben wir hier? Noch einen Stock. Den nehmen wir noch mit. Und dieser Untersetzer ist weg. Ich hab's doch gewusst irgendwie. Aber wozu war der? Wozu war der? Was hier? Was ist das? Okay, alles klar. Alles klar, kleines Minispiel. Was soll ich ihm die geben? Okay. Und vielleicht... er soll hier hin. Alles klar. Okay, cool. Und kriegen wir... Oh nein. Okay, alles klar. Hier muss also da irgendwie hin. So. Schauen wir mal. Können wir ihm denn irgendwie sagen, dahin?
so. Ne? Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, und ihr wird wahrscheinlich alle Muscheln ablaufen müssen. Denke ich mal. Also nichts mit abkürzen. Okay, gut. Gucken wir mal kurz, wie wir es jetzt hier machen. Ist aber auch knifflig. Gehen wir oben lang? Wir probieren es mal. So, ja. Sieht irgendwie gut aus. So wird's was. Und wir dürfen ja nicht in die Seeigel. Get it. War's das jetzt bitte? Na, oh, nein, war's noch nicht. Ach, das war ja klar. So, okay. Wie wollen wir es tun? Wie wollen wir es machen? Können wir das so machen? Schauen wir mal. So, er muss irgendwie runterlaufen. Gucken wir mal. So, du gehst nach da, du nach da. So, nur diese Muschel. Diese Muschel ist nicht gut. Was machen wir? Kann ich eigentlich auch? Das wäre mal recht interessant. So. Geht das? Das wäre witzig. Ja! Okay, cool. Schön. Und am Ziel. War es das jetzt bitte? Ja. Oh nein, armer kleiner Schrimp. Nein. Na dann. Na dann. Das klingt auch noch so widerlich, ey. Krabbenfleisch. Okay. Verfatzter! So, okay, gut. Es tut mir ja schon in der Seele weh, aber ich glaube, wir müssen zum Strand zurück. Zu dem kleinen Vogel. Oh Mann. Hey, kleiner Piepmatz. Oh nein. Hey, sorry. Na das. Ach, ist das fies, ey. Das ist... Aber auch so ein surrealer Shit irgendwie, ja. Also, ich kann mir nur gar nichts jetzt hier gerade erklären, wie jetzt überhaupt die Story hier verläuft, was hier überhaupt abgeht auf dieser Insel. Ja, also schon allein so eine Insel Paradise zu nennen, das ist ja schon blanker Hohn. Blanker Hohn, hier ist nichts Paradise, hier ist alles nur schlimm. So, und wir packen jetzt die Herzen rein und pressen die mal aus. Ich hoffe, das Krabbenfleisch geht auch durch. Ja, das zählt auch. Und dann bitte. Oh, ein Diamant. Okay. Unos Diamantos. Was können wir hier? Können wir hier was einfügen? Yay! Was haben wir denn jetzt eigentlich? Mal ganz kurz gucken. Ich weiß jetzt gar nicht, wofür wir jetzt eigentlich die Schippe... Wofür war die Schippe? Hab ich was verpasst? Go, find your brother. Go, find your brother. Wofür war die Schippe? Schaufel. Wofür ist die Schaufel? Okay. Suspekt. Sehr suspekt.
die noch einbuddeln? Oh. Okay, was soll das bitte? Was soll das? War das jetzt ein Achievement gerade? Strange. Ich habe das Bedürfnis, noch diese armen Tiere einzubuddeln, irgendwie. Oh, Alter. Fängt schon an zu verwesen, ey. Kann ich auch nichts machen. Ich verstehe es nicht. Nun gut. Steigen wir die Treppen hinauf. Vater. Geht's dir gut? I need her memories. I need to find. Alter, Vater, du hast ja mal richtig in ihn zu laufen. So, was haben wir denn hier Schönes? The Glory Day the Lake will come. Okay, one will find death and the other enlightenment. Krass, okay. Ja, die glorreichen Tage des Sees werden kommen und einer wird den Tod finden und die anderen werden erleuchtet. Alles klar. Also hier wird geopfert. Enlightenment. The Chosen One. Okay, Erleuchtung. Und der Erwählte. The Elixir of Life and Death. Flowers, Hair, Copper, Fire, Wood, Cloth, Chalk and Heart. Okay, alles klar. Also, was heißt alle klar? Nichts ist hier klar. Das sind halt die einzigen Kredenzien, die man halt braucht anscheinend. Und die werden in diesen Kubus reingemacht, anscheinend. Und bilden nachher das Elixier für Leben und Tod. Tja. Okay. The Extraction of Memories. Okay, alles klar. Der Name der Erinnerungen, ja, in den Würfel anscheinend. Durch die acht Plagen? Ja, kann das sein? Der hungrige Geist. Balance the substance of your past life. Okay, der hungrige Geist, der hält die Balance der Substanz. Es ist halt ein bisschen blöd übersetzt jetzt, sorry. Aus deinem vergangenen Leben. Irgendwie wiegt deine vergangene Leben ab, irgendwie. Dass die Substanz dessen. Ja. Balanciert die Substanz deiner Vorleben aus. Okay. Man muss es einfach nur anklicken und es wird hier übersetzt. Die Entnahme der Erinnerung. Okay, alles klar. Gut. Was haben wir hier oben? Schönes. Oh. Okay, das haben wir hier für einen Code gefunden. Wir schauen mal kurz ins Buch. Was sind das? S-Dreieck. Ah, okay. Schaut mal. Hier vorne ist das S. Das muss anscheinend auf die 1. Hier haben wir das eine Dreieck. Das muss auf die 3. Der Kreis muss auf die 8. Dann waren das gar nicht die 8 Plagen. Und das durchgestrichene Dreieck auf die 10. Okay. Nice. Die Erinnerungen gehören dem See. Warte mal, ich habe die letzte Seite mir richtig angeguckt. Nee, nicht. Sehr witzig. Ja, hier haben wir die Plagen, hier haben wir diesen Brunnen, unseren Wunschbrunnen, und da werden ständig die Erinnerungen eingegeben. The Chosen One. Ach ja, die Eulen. Wer kennt sie nicht? Aus Twin Peaks. Unheimlicher Shit. Okay, gut. Denn der ist schon richtig. Der kommt auf die 3. Und die anderen standen anscheinend schon richtig. Oh nein. Vater! Nein, Vater! Echt jetzt? Oh nein, Vater! Nein, Mann! Oh! Oh! Ja. Ja, super. Ah, schon wieder eine Vision, eine Erinnerung. Ja. Wahrscheinlich. Also, ich bin jetzt felsenfest mal der Meinung an dieser Stelle, und es ist jetzt auch nur meine Meinung und eine Theorie natürlich irgendwie, dass wir oder unsere Mutter ist hier geopfert worden.
Unsere Mutter ist geopfert worden, damit die anderen in Anführungsstrichen erleuchtet werden. Hat nun nicht anscheinend so richtig geklappt. Also so richtig erleuchtet sehen die mir alle hier nicht aus irgendwie. Aber wer weiß, vielleicht kommt es noch vollkommen anders, wenn wir die anderen Plagen noch lösen und der Geist die Balance unserer vorherigen Leben irgendwie ausbalanciert oder in die Waagschale wirft. Who knows? So, wir packen erstmal natürlich erstmal den Kugus wieder rein. Der geht tauchen und wir beenden die Plage fliegen. Und die nächste Plage wird sein... Pest, ne, oder was? The fifth plague. Diseased livestock. Die fünfte Plage. Viehpest. So, okay, alles klar. Was haben wir hier? Ein Salatblatt. Gut, im Topf können wir nichts machen. Hey, Kuh. Ja. Oh Gott. Das sind schön Pestblasen hier. Ja, das ist ja toll. Können wir noch jetzt... Okay, wir müssen es auch in einer bestimmten Reihenfolge machen. Na dann. Wollen wir doch mal... Yay! Und ein X markiert den Schatz. Okay, ja, noch nix. Mit dem Salatblatt kommen wir nicht weit, also gehen wir mal hinein. Was haben wir hier Schönes? Eine Butte, wo wir nichts machen können. Okay, ab durchs Birkenwäldchen. Was haben wir hier Schönes? Okay. Ah, verstehe. Ja, okay, alles klar. Also, ihr seht's, wir müssen quasi das Obst und Gemüse so hinlegen irgendwie, dass, ne, hier zwei Flächen belegt sind, hier zwei Flächen belegt sind, hier eine, hier eine. Das dürfte dann wahrscheinlich so sein. So, packen wir die Möhre mal dahin, den dahin, den dahin. Hier hin. So, und die Aubergine. Tivo. So. Okay. Oh, jojojoj. Na gut. So, und dahin. So. Die machen wir dahin. Ach, scheiße. So. Jetzt haben wir einfach so machen können. So, und jetzt haben wir keine Koordinaten mehr. Ach, okay, alles klar, das können wir aufnehmen. Na, das ist natürlich auch schön. Gut, wir nehmen die Tomate und die Gurke. Sollen wir uns jetzt hier einen Salat machen, oder was? Was ist das? Ein Klo? Nein. 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 Ah, Gott sei Dank. Das erinnert mich an den Great Toilet Simulator. Ach, ein großartiges Spiel mit Benny. Hey Leute. Oh. Vater hat ein bisschen verbundenen Kopf. Na, alles klar? Ein Spiegel. Gib mir den Spiegel. I want my burger. Du willst deinen Burger? Ja. Wie? Hat dir ja der Vorschalat nicht geschmeckt letztens irgendwie? Ist auch gekotzt.
Okay, alles klar. Gut, dann erklärt es wahrscheinlich auch, warum wir das jetzt hier finden. Wir sollen wohl unserem Onkel einen Burger machen. Warum auch immer. Das ist ein abstruses Spiel, ey. Wirklich. Aber wie gesagt, ich mag das Skurrile an diesem Spiel. Es hat dieses Verschrobene, dieses Surreale. Hey, Ziege. Oh, und über diese Blasen, ey. Okay, wir nehmen uns mal erstmal hier diesen Eimer. Ja, willkommen bei Pimpelpoppers hier. Ganz, ganz schau. Ganz, ganz schau. Sollen wir mal kurz überlegen, was müssen wir jetzt hier auch? Was müssen wir machen? Das ist auch in einer gewissen Reihenfolge. Das sieht nicht so aus. Okay. Ah, wir müssen sie verbinden. Das ist ja fies. Okay. So. Ah. Okay, hier oben haben wir quasi die Zugpunkte. Und wie viele damit verbunden werden. Alles klar. Okay, dann schauen wir mal. Kann man das noch? Ja, das geht gut. Und? Ping. Super. Okay, also alles muss irgendwie in die Mitte nachher noch geleitet werden. So. Und hier noch. Ah. Und wieder ein X. Ja, da kann man nichts mitmachen. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Wir brauchen... Oh nein. Oh nein, oh bitte nicht. Okay, wir haben ein Messer. Der Rusty Lake Burger. Alles klar. Ja, was haben wir denn hier? Wir haben das Brot, ne? Wir haben was, das wird wahrscheinlich Salat sein. Dann halt das Fleisch, Käse. Was ist das? Das weiß ich nicht so richtig. Soßen, Ditch und Gurke oder Tomate oder was hier oben. Und dann nochmal der Bun. Okay. Na, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Omi, alles gut? My son is always hungry. Ja, dein Sohn ist immer hungrig. Irgendwie können wir ihr jetzt schon was geben? Ja. Gut. Okay, was ist das? Wir haben Ketchup gemacht. Okay, können wir die Gurke schneiden? Das geht auch. Super. Salatblatt wird wahrscheinlich nicht geschnitten. Gibt's nicht. Das Salatblatt wird nicht geschnitten. Okay. Pfanne etc. Okay, gut. Na, wir haben natürlich noch kein Fleisch. Was wir jetzt umplatten können. Ach, ich... Oh Gott, nein, bitte. Ah, oh nee. Ziegenspeck aus, sind fies. Oh, tut mir leid. Tut mir leid. Oh nein. Oh nein. Okay, gut, ich gehe mal erstmal zurück. So, cool. Wo wir vorher erstmal die ganzen Pestbeulen beseitigt haben. Das wird bestimmt auch ein ganz, ganz, ganz toller Burger à la Fallout. Ja, lasst es euch einfach schmecken. Ach, Alter. Großfleisch. Ach Gott, aus der lebenden Kuh rausgeschnitten. Ja, tut mir leid. Oh, oh. Okay, okay. Stürzen wir mal durch. Ein bisschen Milch. Einmal voll Milch. Okay, was sollen wir jetzt mit... Ah, nein. Sollen wir jetzt so Käse machen oder was? Sollen wir jetzt... Ist... Nein. Okay. Na, das ging ja... Das ging ja schnell, ja. Das ist halt reife Zeit. 3 Sekunden. Why not? Und wir müssen ein Stück rausschneiden. Den ganzen, das ganze Käserad können wir natürlich nicht mitnehmen. What a waste. What a waste. Oh. Schweini? Was war denn das Schwein gerade? Was war das gerade? Was? Das war doch gerade ein Bildschirm oder irgendwas, ne?
Okay. Und wir haben wieder etwas Ominöses freigeschaltet. Nobody knows. Okay, gut. Malta ist erstmal nichts. Ja, dann würde ich mal sagen. Hau mal rein hier. Nee, geht nicht. Rosfleisch. Hab ich was vergessen? Und schon wieder. Ah, okay. Tuck, 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 tuck. Wahrscheinlich müssen wir erst... Okay, wir müssen erstmal ein Brät machen. Gut, und der Speck muss wahrscheinlich auch erstmal geschnitten werden. Ja, genau. Oma hat's einfach mal drauf. So. Ja, schön. Crunchy muss er sein. Crunchy. So, und jetzt noch das Hackfleisch. So, schön saftig. Schön saftig. So mögen wir das. Gut, wir haben alles. Na, dann könnten wir rein theoretisch unserem Onkel jetzt den Burger machen. Ach, das sind doch... Wozu steht eigentlich dieses scheiß Klo, ey? Okay. Er will erst einen Salat. Na, Salat. Dann kommt... Also eigentlich, wenn es nach mir wurde, ich würde unter das Salatblatt erstmal noch ein Tüpfelchen Soße aufmachen. Na? So, dann Salatblatt. Dann das Fleisch. Dann den Käse. Ja. Dann könnte man den Speck aufmachen. Ketchup. Ich finde so, Ketchup ist doch so ein bisschen, fast schon ein bisschen grenzwertig für den Burger. Aber das ist natürlich nur meine ganz persönliche Meinung. Muss natürlich jeder selber wissen, wie er ihn schmeckt. So. Ja, dann hau mal rein, Junge. Ba, 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 ba. Ich hab geschurzt. Okay, cool. Können Vater befreien. Und wir haben ihn verbannt. Okay, alles klar. I still got a headache. Ja, das glaube ich dir, denn dein Sohn hat hier gerade das Großhirn punktiert. Ja, okay. Alles klar. Und nun? Okay, wir haben jetzt den verbannt. Wir haben ein Messer. Kann ich das mal hier ein bisschen ordnen? Hier, das sieht da hier aus wie bei Hempels. Nein. Na? Komm, mach mal wieder zu, Alter. Oh, wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist verschwunden. Nein. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht. Nein, ich will nicht. Oh nein. Oh Gott. Oh nee. Huch. Oh nee. Oh ja. Oh, der schwarze Kubus. Ja, komm, nimm ihn dir. Machen wir erstmal sauber. Oh, ist das eklig. Oh. Obwohl das einfach nur gezeichnet ist, ist das so widerlich. Ja, komm, jetzt sieh doch mit dem Kopf von dem Klo weg. Hier in diesem Güllebecken von meiner Mutter, die diese Formel aufzeichnet. Oh Gott. Oh, mich weg. Lass mich. Echt? Oh nein, ich bin nicht fertig. Nun, arbeit mal, als du das schön ist. Mal alles schwarz. Ja, fein. Was denn fein? Merk jetzt hier was. What should I do? Nein, wir sind noch nicht fertig. Oder doch? Hip her und weg. Oh, ist das. Na? Die hieß von hier so gut, wa? Warte mal.
Kann ich hier noch zur Seite scrollen? Nee. Alter, stabile Seitenlage so ein bisschen fast, wa? Aber nur so fast. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, das ist... Gerade lobte ich noch die Skurrilität dieses Spiels. Schon denke ich mir so ein bisschen... Ein bisschen weniger wäre auch nicht verkehrt. So, aber... Wir gehen trotzdem jetzt erstmal wieder in den Altarraum und putten den Kubus hier rein und beseitigen die Plage. Schön. Sehr schön. Was wird als nächstes kommen? Ach du Scheiße. Was ist das? Ach nee. Ist das Bullenpest oder irgendwas? Ich schwüre oder irgendein Mist, wa? The sixth plague, boils. Und weiter zur nächsten Plage, boilen. Eine leere Flasche. Okay. Hier drüben noch irgendwas? Nein. Niemand, der angelt oder sonst irgendwas. Was ist hier? Kommt das? Ah, krass. Das können wir abpflücken. Okay. Der Pestdoktor, das ist ja schön. Was will denn der haben? Und was willst du? Ein bisschen Gras. Komm, erst ein bisschen Gras. Leere Flasche auch nicht? Okay, gut. Dann probieren wir das mal. Das sah ganz gut aus. Und nun? Ah, okay. Können wir das Blut auffangen? Ja, das sieht ganz gut aus. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen: Du bekommst das. Fantastisch. Nun gewähre uns Einlass ins Paradies. Gehen wir erstmal hier lang. Oh, da ist er. Schön. Okay, er will irgendetwas haben, was wie Vogel, Eule, irgendwas aussieht. Oh, na. Streichhölzer. Nadel und Faden, was ist das? Key. Okay. Ah, das ist doch da, wo wir sonst den Kubus mal reinpacken, oder? Verschlossen. A knife. Again. Und was haben wir da? Pfeffer. Kann ich schalen? Nö. So, machen wir wieder zu. Sind ja ordentlich. Zack. Was haben wir da? Okay. Ja, hier muss man wahrscheinlich einen Code angeben. Eine Uhrzeit. Verschlossen. Okay. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was wir hier finden. Oh, Toad. Sehr schön. Achso, können wir da irgendwas hier mit dem Baumstamm machen? Nein, können wir nicht. So, ich guck mal erstmal ganz kurz, ob ich hier wirklich hinten den Schlüssel finde. Ist das hier? Zwiebel, aha. Für was auch immer. Für was auch immer. Ah, hier war doch... Oh. Okay, wahrscheinlich... Ja. Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, der Pestarzt will den Peststab. Und sieh da, wir haben einen Schlüssel gefunden. Wie schön. So, hier geht noch nichts. Dann schauen wir doch mal kurz hier vorne in die Hütte. Oma, mit Gerard. Na? The smell of death is in the air. The smell of death is in the air. Oh ja, dann... Zitz, irgendwas... Können wir irgendwas geben? Pfeffer. Oh, ja. Okay. Und nun?
ja schön. Ach ja, okay. Scheinbar brauchen wir die Fiolen, die wir uns jetzt wahrscheinlich mit dem Schlüssel holen können. Mhm. Und dann muss ich Omas Schnodder auffangen. Das ist ja... Also, wie gesagt, ich sagte schon mal, die Skurrilität dieses Spiels ist einzigartig. So, du bekommst erstmal hier deinen Stab. Okay, und nu? Ja, schön, schön, schön für dich. Schön. Gut. Schlüssel? Passt der? Ja! Hurra! Und wir haben eine Flasche? Nein, drei Flaschen. Sehr gut. Okay. So, können wir jetzt... Macht der hier irgendwas? Kriegen wir das wieder? Oh ja, wir kriegen das wieder. Okay, was macht der hier mit seinem... Warte mal. Okay, Stab geht nach oben bei der roten Flasche. Ich würde mal jetzt ganz schnell nochmal zur Oma zurück. Mal gucken, was wir da bekommen. Wenn wir den Schnodder auffangen, wahrscheinlich hier mit der Flasche. Oh, ist das eklig. Ist das eklig. So, dann würde ich mal sagen, den Pilz geben wir ihr mal. Kann man das? Ja. The smell of death is in the air. Ja. Komm, gib dir den Pilz. Und nun? Ja, sehr amylaseanregend. Und die Zwiebel wird wahrscheinlich auch der Fall sein. Oh, ein Tränchen. Okay. Na dann. Haben wir noch was? Nee, haben wir nicht. Oh je. Schau. Na, Jans, schau. Gut, hier muss ich jetzt anscheinend in einer bestimmten Reihenfolge wieder hier die Picke ausdrücken. Ist das also... Na, ja, fangen wir mal an. Ganz toll. Ganz, ganz toll. So. Das X markiert den Schatz. Oh, bitte nicht. Oho. Alles klar. Wir haben sein Herz. Das... Wozu zur Hölle brauchen wir das jetzt? Ach Gott. Moment. Alter Klassiker-Trick. Ja! Nein, es geht wirklich. Ist das krass. Und wie wird... Müssen wir ihnen jetzt hier was geben? Speichel. Das liegt ja auf jeden Fall. Was? Okay. Was? Ja. The Cure on Time. Okay. Ja, also wir müssen anscheinend ein Heilmittel zusammenbrauen. Ah, warte mal. So, ich mach das mal kurz voll, weil das wird es bestimmt jetzt nicht gewesen sein. Ja, dachte ich mir nämlich. Wir gehen mal ganz kurz zurück. Und zwar zum Pestarzt. Wenn wir denen nämlich die Flasche in die Hand gegeben haben, hat er mit seinem Stab einen gewissen Winkel. Oder man könnte auch sagen, eine gewisse Uhrzeit angezeigt. So, du kriegst jetzt erstmal das... Okay, gelb ist 1 Uhr, rot war so 12 Uhr, ne? Bin ich der Meinung? Ja. Weiß ist 9 Uhr. Der Rotz, der Grüne. Das ist wirklich ekelhaft. 10 Uhr. Okay. Gut. Dann dürften wir fast eigentlich, glaube ich, jetzt die Kombination haben für die Heilung. Also für das Heilmittel. So.
Und zwar ist das also grün, weiß, gelb, grün, weiß, rot. Okay. Probieren wir es mal. Also, wir fangen an mit grün. Danach weiß. Danach gelb. Danach wieder grün. Danach wieder weiß. Und zum Schluss als Sahnehäubchen rot. Yay! Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und die geben wir ihm jetzt, oder was? Schön dünnflüssig. Haut hier rein in den Spinat hier. Ja, und nun bitte. Was? Was? Oh. Alter, jemand zum Zahnarzt. Okay, alles klar. Ich muss die Zähne anpassen. Na, das ist ja toll. Das ist ja schön. Ah, ich wollte schon mal Zahnarzt werden. Wunderbar. So, okay. Gut, dann müssen wir anscheinend einfach nur die Zähne den Formen anpassen. So, ich guck mal ganz kurz. Da, würde ich sagen. Der kommt dahin. Den packen wir mal dahin. Da, du hier, du den da, denn du den. Yay! Okay, wir haben, okay, Kreuz und zwei Punkte. Warte mal. Tada! Das hat mich schon gewundert. Das ist sein Mund hier. Alles klar. Also eins, von 1 bis 12. Schauen wir mal, wo die Punkte sind. 1, 2, 3, 4, 5. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 5 und 8. Wenn es von der Seite aus ist. Ansonsten wird Logo 5 und 8 von der anderen Seite aus. Ich würde mal ganz kurz probieren, das bei der Uhr einzugeben, die wir vorhin gesehen haben. So, schnell hier hoch. 5. Ja, genau. Und dann der auf 8. Oder so. Okay. Was? Was ist denn das für eine Uhr? Nein, direkt jetzt hier. Wirklich. Ganz toll. Ganz, ganz toll. Und wir haben ein Uhrwerk. Oh, was ist das? Ein vierstelliger Code wird gebraucht. Okay, wo krieg ich jetzt den Code her? Gut, also wenn das Herz hier in die Uhr muss und Gerard noch so schön offen ist, würde ich doch mal sagen, wir probieren einfach mal, auch so skurril wie klingt, das Uhrwerk in seine Brust einzusetzen. Okay, scheint zu gehen. Time is ticking. Dann machen wir mal zu. Was? Aber sieht schon besser aus. Bohr. Was? Bohr. Bohr. Ja, okay, alles klar. Bohr. Bohr ist ja, glaube ich, der Eber. Haben wir jetzt hier irgendwo Tierbilder gefunden oder irgendwas? Wir suchen keinen Zahlencode. Wir haben 4 Buchstaben. Können wir da Buchstaben einnehmen? Das ist aber auch. Ist aber knifflig. Ist aber knifflig hier, Freunde. Ah, okay. Alles klar. Cool. Und wir haben den Kubus. Oh je, wir und Vater. Paradise would not exist without great sacrifice.
Ja, ich bleib dabei, die haben hier alle wirklich nicht irgendwie alle Waffeln auf dem Teller. Klunk, schwarzer Würfel. Ja, und damit können wir die Plage abschließen. Nice. Schön. So. Hinein. Guten Tag. Und rein mit dir. Zack. Und versenken. So, und damit haben wir die Beulenplage abgeschlossen. Was kommt als nächstes jetzt? Eis oder die Heuschrecken oder was? Show me. Okay. The seventh plague. Hail. Okay. Siebte Plage. Hagel. Schauen wir doch mal. Okay, die Flasche können wir nicht nehmen. So, was hat denn unsere Schwester hier zu sagen? Okay, du fährst hier ein bisschen Schlittschuh und... Oh, okay, okay. Was müssen wir jetzt hier machen? Müssen wir Steine im Weg legen? Oh, oh ja, oh ja, okay. Okay. Alles klar. Scheinbar müssen wir irgendwie Baumstämme frei bekommen aus dem Eis. Ja, probieren wir es doch mal. Jawohl. So, den nehmen wir mal da hin. Vielleicht wird's was. Auch nicht. Na, sage mal. Hier auch nicht. Vielleicht sollen wir tauschen. Macht das einen Unterschied zwischen dem grauen und dem goldenen Stein? Ja, genau. Okay, alles klar, der goldene geht. Ah, jetzt verstehe ich, alles klar. Gut, der graue geht nach links, der goldene geht nach rechts. Das hätte man ja wissen können. Also die Rätsel sind schon recht knackig hier bei diesem Spiel diesmal. Oh, fast. Na doch, hat gereicht. Jawohl. So, jetzt sind alle frei. Und Fisch. Okay. Hey, Fisch. Können wir jetzt irgendwas machen? Fisch. Hm. Scheinbar nicht. Scheinbar nicht. Es ist weitergegangen. Oh, okay. Was ist jetzt los? Ach, okay. Unser kleiner Bruder. Im Eis eingefroren. Okay. Da können wir scheinbar erstmal gar nichts machen. Nur er hat... Wenn ich richtig sehe, hat er hier einen Schlüssel umgehangen. Also wir müssen ihn irgendwie scheinbar aus dem Eis befreien. Ja, also wie gesagt, hier mit der Flasche kann ich erstmal gar nichts anfangen. Oh. Ein Schal. Wie schön. Den nehmen wir mit. Das. Ah, okay. Ach, alles klar. Gut, wir haben jetzt hier anscheinend wieder so eine Art Froschschieberätsel, wie wir es halt schon mal hatten. Und wir müssen wahrscheinlich halt so ein bisschen mühlemäßig spielen. Okay, probieren wir es. Dahin, den dahin, den dahin und du kommst dahin. Oh. 2, 3. Und den. So. So, okay. Fangen wir an. Oh, fangen wir einfach hier an. Nummer 3. Nummer 4. Ja, jetzt hat er mich gemacht. Jetzt hat er mich gemacht. 1, 2.
das wird nix. Das wird nix. Das würde nix. So. So wird's was. Und wir haben hier einen Diamanten. Yay! Und mit dem können wir was machen? Was? Ein Ast. Und ein Schneemann. Können wir den Schneemann das umsetzen? Ja! Okay, alles klar. Wir müssen einen Schneemann anscheinend hier zusammen basteln. Können wir das noch nehmen? Nein, können wir nicht. Okay, dann gehen wir mal hoch. Ja, was ist das hier? Schneemann bauen. Das die Schneekugel hier. Okay, Schneekugel müssen wir 3 Diamanten anscheinend einsetzen. Und dann zu dem Altarhaus bringen und dann bekommen wir den Kubus anscheinend. Okay, alles klar. Dann probieren wir das mal. So, hier können wir den hier einsetzen. Ah, und hier ist eine weiter. Kraftvolle Schneekugel. Okay. Was ist das? Kann man die hier benutzen? Holzkeil. Moment. Können wir die jetzt überall benutzen? Erdbeeren. Okay. Oh, oh, oh. Ah, alles klar, alles klar. Oh nein. Ein Arm. Okay, alles klar. Okay, gut, dann sorgen wir nochmal dafür, dass wir hier alles zusammenbekommen. So, können wir hier was drauf fallen lassen? Aha. Kleine Steine. Na, die gehören doch wohl zu unserem kleinen Weihnachtsmann. Das probieren wir doch hier auch gleich mal. Auf die Vase. Was haben wir hier? Eine Kalotte, eine Mühle. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter schauen. Okay, das funktioniert anscheinend nicht so. Aha. Ah. Oh, bitte nicht. Gehst du noch eine weiter? Oh, ich hoffe, es funktioniert nicht. Oh nein. Ach, sorry, Square Nuggle. Oh, so. Oh, der Bitter. Okay, wir haben das Fell und wir haben... Was haben wir überhaupt bekommen? Pistazien. Na toll. Was das wert? Was das wert? Okay, hier haben wir noch eine Vase. Zwei Knöpfe. Na, wenn das nicht ein paar super Augen wären. Horn einer Kuh. Okay, gut, wir haben die beiden Hörner. Daraus können wir super Trinkhörner bauen. Irgendwann mal. Gehen wir mal hier gucken. Okay. Oh, Ast Nummer 2. Können wir hier noch irgendwas drin? Schau mal an. Ein Hammer. Das ist ja wunderbar. Den nehmen wir natürlich mit. Und wir gehen jetzt mal ins Haus. Gérard, du bist wieder am Leben. Fantastisch. Er will, was, willst du ein Eis oder was? Ich kann dir gerne draußen ein bisschen gelbes, schöne Zitroneneis mitbringen. Ein bisschen Limoneneis. Oh. Aha, aha, aha. Wir haben Erdbeereis gemacht. Na, das ist ja auch schön. Okay. Oh, nein. Das ist ja eklig. Das ist ja eklig. Okay. Und was will er noch? Zack. Na, küsst du das doch. Bitteschön. Und? Kriegen wir jetzt was von dir?
Wir brauchen seinen Hut. Wir brauchen seinen Hut. Tja, dann muss er wohl noch ein Eis in der Hand bekommen. Was haben wir noch? Wir haben Pistazien. No, machen wir noch ein schönes Pistazieneis. Pistazieneis ist wirklich ganz lecker. So, mal eine Kugel. Hurra. Okay, noch ein Horn. Ja, dass Rinderhörner so benutzt werden, ist mir aber auch neu. Aber, komm. Hier ist alles anders auf Paradise Island. Schön, krank jetzt. Super, ich hab deinen Hut. Ja. Mach mal schleckige Gira, ne? So. Okay. Dann wackeln wir doch mal zurück zum Schneemann. Kann man den schon komplettieren jetzt? Ein Hut. Eine Nase. Oh, das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus. Und nun? Was? Keine Ahnung, was ich jetzt hier mache. Was wird das jetzt hier? Was wird es denn nicht werden? Haben wir irgendwie eine Art Code gefunden, wo wir jetzt sagen, hey? Komme ich jetzt gerade echt nicht irgendwie drauf. So, warte mal, wir gehen mal ganz kurz zu unserem kleinen Bruder. Aber da würde ich ganz gerne mal kurz mit dem Keil hier probieren. Mit dem Hammer. Kann ich erstmal hier mit dem Hammer ihn hier rausprügeln? Nee, kann ich nicht. Kann ich den Keil... Jawohl. Oh, nice. Okay, das müssen wir jetzt anscheinend ein paar Mal wiederholen. Sup. Sup. Und gib ihm. Okay. Oh, echt jetzt? Also es ist doch okay. Man weiß ja, was ihr meint. Man muss es doch jetzt hier nicht 8-mal wiederholen. Was für ein Quatsch. Und nun? Na, Kumpel? Nein. Gib den Schlüssel bloß her, Alter. It's pretty cold in Paradise. Ja. Ja. Dieses Bild lasse ich so stehen. Ja, muss man sich nicht wundern, wenn kalt ist. Alles klar. Cool. Okay, wir haben jetzt einen Schlüssel. Einen Schlüssel. Wofür? Einen Schlüssel wofür? Wofür einen Schlüssel? Wir haben noch ein Stück. Was sollen wir jetzt hier machen? Was ist Quatsch hier? Ja, wenn ihr jetzt hier gerade ein System seht, liebe Leute, lasst mich bitte wissen, indem ihr es in die Kommentare schreibt. Ich bin hier gerade mal wirklich recht ratlos. Bei der Schlitterbahn war da noch irgendwas? Irgendwie? Also wir brauchen ja eine Art... Code. Ja, schlicht und ergreifend eine Art Code. Was soll der Fisch? Soll man die Fische rausholen? Kann ich Fische hier noch rausholen? Hm. Die Flöcke hier alle drin dremmeln? Nee, kann man auch nicht. Ist aber auch ein kleines Beast. Ja, aber selbst hier erkenne ich keinen Code für den Schneemann. Bei den anderen Sachen war es alles noch so halbwegs nachvollziehbar oder halt irgendwie, man ist sehr, also ich bin halt sehr schnell drauf gekommen. Und ihr wahrscheinlich auch. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Aber jetzt bei dem Schneemann. Okay, also wir probieren es mal nochmal. Ah, leck mich doch.
Okay, alles klar. Du musstest halt wirklich immer die Hand berühren, in die die Karotte gezeigt hat. Und wir haben zwei Hände. What? Omi! Na? Omi war im Schneemann versteckt. Was macht man nicht? Okay, Oma hat den Diamanten verschluckt. Na gut. Besten Dank. Dann gehen wir mal hoch und fügen hier den dritten Diamanten ein. Aber wir müssen natürlich die Uhr aufstellen. Und jetzt hat unsere Schneekugel die Power von 3 Diamanten. Mächtige Schneekugel. Cool. Tja, dann würde ich jetzt mal sagen, wir haben eigentlich alles erfüllt. Wir haben den Schneemann gemacht, wir haben die Schneekugel mit 3 Diamanten. Also, let's go to the altar. Zack. Oh, da hätte ich jetzt aber wirklich ein bisschen auf den Schlauch gestanden, aber den blöden Schneemann. Mann. Sorry. So, okay. Muss ich jetzt... Oh! Okay, wir müssen niederreißen. Reiß ihn nieder! Aha, okay. Jetzt erübrigt sich auch die Frage, wofür der Schlüssel ist. Hallo, Coop. Familie. Don't. Take me instead. Ja, und unsere Mutter hat sich für uns hier aufgeopfert anscheinend. Tja. Okay. Kuss rein. Und versenkt das Ding. Und damit haben wir auch die 7. Plage beseitigt und jetzt kommen wohl ein paar Heuschrecken auf uns zu. The 8th plague. Locusts. Gut. 8. Plage. Heuschrecken. Mal schauen, was wir haben. Okay. 2 Striche. 3. Ah, okay, das kann man verschieben. Gut, ja, da müssen wir anscheinend einen Code einstellen, den wir noch nicht haben. So, hier ist noch nichts. Und hier stehen sie, die Wildecker Herzbuben. Na, alle klar, Männer? Ist aber schön verstimmt. Auch dein Instrument ist super gestimmt. There was a man, he is my dad. There was a man, only brother I had. Ah, alles klar, okay, gut, wir müssen das Lied jetzt hier fortführen, indem wir halt die richtigen Personen anklicken. Okay, er ist der Bruder. There was a man, no hat does he wear. There was a man in the middle stood there. Bist denn du? There was a man, all skin and bones. There was a man, no hairs under his nose. Okay. There was a man, he stands to my right. Dann ist das er hier. There was a man here, gray as first light. There was a man who was really quite fat. There was a man, feathers perched on his hat. Geil. Alter, wer hat There was a man, had a clock for his heart. Das bist du? He was a man, the last man, and the man from the start. Das war mein kleiner Bruder. So, und was habe ich jetzt bekommen? Außer einen mega kracher Song. Moment. Hier, das sind die Anschläge. Lang, lang. Kurz. Lang.
Nice. Ja, geil. Okay, alles klar. Dann müssen wir mal ganz kurz gucken, was die jetzt hier für einen Riff runterhämmern. Okay. Probieren wir das mal. Ich hoffe, das geht jetzt mal von links nach rechts. Also, unser Onkel hatte diese Variation. Dann hatten wir die. Nee, warte mal. Na doch. Und unser Bruder hatte die. Yes. It works. We finished the song. Und nun? Ah, okay, alles klar. We got an axe. Ein Beil. Na gut, alles klar. Damit dürfte klar sein, was zu tun ist. Einmal durchhacken, bitte. Hier ist Jacob. Sehr schön. Na? Okay. Was mit euch? Ah, okay, alles klar, die machen in verschiedenen Tönen. Okay, wir müssen anscheinend was nachspielen wieder. Was? Das ist der falsche. Warum starte ich immer mit dem falschen? Schön, hast du denn jetzt ein Ei gelegt oder was? Den geh weg. Okay, es wächst. Eieiei, es ist wirklich ein Ei. Und da haben wir die Heuschrecke. Okay. Na gut. Dann machen wir mal weiter. Eine Eule. Und tschüss. Tschüss, Eule. Oh, ich bin da links.
Okay, wir haben das Beil, aber wir können es nicht benutzen. An den naheliegenden Baum. Eule, okay. Ein Auge. Was? Jetzt bin ich ruhig. Was? Ja, okay. Ah. Alles. Oh nein. Oh nein. Oh, nein, wir nur streicheln. Okay. Ach, schade. Okay, wir mussten anscheinend die Heuschrecke durch den Nebel zur Beute führen. Was ist das? Ziegenaugen. Ziegenaugen. Also wirklich, Leute. Und nochmal der Schmetterling. Und nochmal die Eule. Okay. Oh, schön. Okay, wie kann ich hier irgendwo positionieren? The Olds are not what they seem. Ein großartiges Filmzitat, und zwar von Twin Peaks. Wie schön. Ach, das ist doch eine schöne. Eyes blinded by the fog cannot see the truth. Ja, von ihr verschleierte Augen sehen die Wahrheit nicht. Nur hier. Nein, wirklich. Ach Gott, okay. Ah, okay, der Ziegenkadaver und ein X. Müssen wir graben anscheinend. Und wer ist das? Ah, okay, cool. Mach erstmal eins. Wir schnappen uns erstmal den Spaten, die Späh. Kann ich dich jetzt hier wegscheuchen? Ja, kann ich. Super. Tschüss, Eule. Und können wir jetzt hier irgendwie sagen? Oh, jawohl, können wir. Nein, haben wir jetzt schon nicht. Na, verschlossen. Ich dachte schon, wir haben jetzt den Coup. Aber haben wir noch nicht. Okay, dann probieren wir mal das hier nochmal kurz zu lösen. Schauen wir mal kurz durch das andere Auge. Okay, das muss ein bisschen hoch. Die muss ein bisschen. Aber warte mal. Moment. Ah, ist das fies. Ist das spiegelverkehrt. Oh, ist das mies. Das ist nicht fair. So, wir gucken mal kurz, ob das jetzt hier was wird. Da müssen wir uns anscheinend ein bisschen ranpirschen. So, okay. Alles klar. Ja, so. Da. Er muss hoch und nach da. Noch ein bisschen. Noch Lippity. So. Gut, einer ist drinnen. Dann muss der andere noch ein bisschen hoch. Ein bisschen, eigentlich nur noch ein bisschen mehr in der Mitte. Sagen wir mal so. Nö. Noch ein bisschen mehr nach außen, okay. Da? Da so? Hier so? Ja, sieht gut aus. So, und der andere muss ebenfalls ein bisschen weiter nach außen und nach unten. Okay. So. Na, wieder ein bisschen zurück. Oh, okay, alles klar. Ein Leuchtkäfer. Wie schön. Alles klar. Wir haben einen Leuchtkäfer für... Okay. Sehr schön, auch eine sehr schöne Anspielung an Twin Peaks, ne? Wo halt, ne, im roten Raum, ich weiß nicht, diejenigen, die die Serie kennen, werden es natürlich wissen und sofort erkannt haben. Aber es gibt bei der Serie Twin Peaks, die sehr skurril ist, von David Lynch, sehr zu empfehlen, einen roten Raum, ne, wo ein Kleinwüchsiger rückwärts spricht. Also eine sehr, sehr verstörende Szenerie. Sollte man sich mal geben. So, okay, alles klar. Und der Weg ist frei. Können wir hier wieder reinschauen? Haben wir irgendwas?
Nein. Wir haben noch nichts. Da haben wir noch nichts. Oma! Oma will das Trinkhorn haben. Kann ich gut verstehen. Besorgen wir dir mal ein Trinkhorn. Können wir hier die Steine können wir nicht nehmen? Nee. Okay, alles klar. Da geht er nur rein. Muss ich jetzt hier wirklich gerade die ganze Zeit? Muss ich mal kurz rausgehen? Diese kleine Motte jagen? Das ist jetzt. Ich guck mal ganz kurz, ob das irgendwie eine Art. Oh, wo sind denn die wilde Herzbuben? Die Kastelruther Spatzen, wo sind sie? Okay. Versperrst du hier wirklich den Weg? Den meinte ich nämlich. Ist das jetzt. Muss ich den jetzt hier wirklich. Okay. Ah, die Eule. Möchtest du den Käfer? Ja, du möchtest den Käfer. Und? Nun? Okay. Wir müssen die Heuschrecken wieder an. Tut mir leid. Ah, clevere Eule. Feuer abgehauen. Okay, alles klar. Ein Schlüssel. So, auch jetzt gucke ich nochmal ganz kurz hier vorne, ob hier die Motte irgendwo ist. Wozu mussten wir den immer verscheuchen? Irgendwie, das ist doch bestimmt ein Archiv oder irgendwas. Ist er schon wieder? Ja, tatsächlich, Nahrung schafft was. The Butterfly Effect. Man muss auch sagen, dieses Spiel führt sich tatsächlich ja nicht wie ein Spiel an, sondern wie ein sich ständig weiterentwickelnder IQ-Test hier irgendwie. Verschlossen. Das Horn. Das Horn von Gondor. Gut, auf zu Oma. Wobei man natürlich sagen muss, dass halt so IQ-Test technisch mich hier sehr schlecht machen. Oh nein, mach's nicht. Oma, mach's nicht. Nein, Oma nicht! Nein! Ach, scheiße, Menschenfischer. Tschö, Oma. Und? Hast du was da gelassen? Schau mal an. Jetzt werden wir einfach bloß den Kuh sehen können. Mutter. You have to leave. Ja. Ja, man hatte ja letzte, quasi bei der letzten Plage schon, so die leichte Ahnung oder die leichte Andeutung irgendwie, dass sich eventuell unsere Mutter für uns geopfert hat. So, und Heuschrecken haben wir geschafft. So, jetzt müssten, ich glaube es sind, in Summe sind es 10, ne? 10 Plagen, 10 biblische. 2 fehlen noch. What is it? The Moon. Deliver us the moon? The ninth plague. Darkness. Dunkelheit. Ah. So, na dann wollen wir mal gucken, wir mal uns hier erstmal am Strand wieder um. Und dann schauen wir mal, was die Finsternis so bringt. Entspecht. What? Ah, probieren wir mal. Ein bisschen tiefer. Da. Und jetzt hier. Nee, da. Ja, weil 1, 2, 3, 4 Aststücke. Oh, Glück gehabt. Okay, cool, hat funktioniert. Na, ihr illustre Drecksbande. Muss ja noch Feuer stehen hier. Ein bisschen chillen. Soll ich ein bisschen Burger aufwerfen? Nein. Okay. Aber
als mit hier ist. Okay. Du bist der Bogenschütze? Dann jetzt hier alle Punkte drauf. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Was machst du? Bla 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 bla. Bla 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 bla, was? Wie ist der Geier wird? Alter Kater. Okay. Ja, ein Stier. Ne? Und was bringt uns das jetzt? Nicht. Nichte. Nichte. Was haben wir hier Schönes? Ah, Ah, alles klar. Sollen wir ihn abbauen? Ja, wir sollen ihn abbauen. Okay, alles klar. Cool. Wiederstellen. Cool. Hier auf Rot. Und ja, das kann ich jetzt nicht machen. Was? Oh, okay. Nee, alle klar. Oh nein, der Mond, der blutet. Bloody Moon. Ein Blutmond. Wie schön. Und ja, alles klar. Okay, gut. Dann haben wir doch recht gehabt irgendwie. Es sind Zodiacs. Okay. Mein Onkel war Schütze. Schütze ist, glaube ich, das. Jetzt sind nicht hier hinter. Das sind zwei. Danach war mein Bruder mit Fische, ne, glaube ich. Nicht der Meinung. Oh, ich hoffe, das ganz klägliches Sternzeichen wissen hier irgendwie. Schwester war die 3 und die war Waage. Und Waage ist. Das, wie sie tatsächlich? Das ist diese, glaube ich. Nein. Geh weg. So, die Oma war Löwe. In the Lion is this one. Und Vater. Vater war der Stier. Vater war der Stier. Ein Stier ist nicht. Ja, cool. Nice. We got a key. Okay, scheinbar müssen wir hier noch ein paar andere Schubladen aufmachen. Okay. Und können wir den hier benutzen gleich? Ja. Bringt uns aber einen Scheiß. Den zweiten Schlüssel noch nicht haben. Okay, gut. The Second Moon.
da? Nee, okay. So, den Specht haben wir abgefrühstückt. Bung. Was ist das? Rote. Ach, das ist. Ach, die Mondträne. Alles klar. Roter Mondstein. Okay, Skorpion, Widder, Waage, Zwilling. Ah, das ist natürlich cool, man kriegt so ein paar kleine Tipps hier noch. So, die picken mal mit. Ein schönes Bild. Die Sonne wird zu Finsternis und der Mond zu Blut, bevor der Tag des Sees kommt. Der herrliche Tag. Ja, da kann man sich natürlich jetzt mal streiten drüber, was hier ein herrlicher Tag ist irgendwie auf dieser Insel. Aber, naja. Was halt so ein Kult ist, ist halt so ein Kult. Okay, alles klar, hier müssen wir anscheinend irgendwas reinmachen. Das war wahrscheinlich noch nicht haben. Hey. Schneckenhaus. Okay. Mach die weg hier. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht. Nee, wird nicht gehen. Können wir hier? Haben wir hier irgendwas drin? Oh, da hier? Moos. Schau mal an. Ja, bitte. Läuft da wie ein Länderspiel hier. Schöne Ding. Da, jetzt wollen wir mal. Ah, warte mal. Grün. Eins ist grün. Jawohl. Okay. Sehr schön. Blau ist zwei. Die rote drei. Braun. Ist das braun? Genau, wenn es braun durchgeht. Richtig, ich glaube, das ist der Skorpion. So, braun war die Nummer 4 und das war der Widder. Wo ist der Widder? Wo ist der Widder? Widder. Da bist du.
Miles. Nicht. Und wir haben den silbernen Schlüssel. Alles klar, können wir jetzt hier das Schloss aufmachen? Nimm. Jawoll. Und? Ah, okay, alles klar. Wir haben die Leiter runtergehoben. Ach, was ist das denn jetzt hier? Okay, schauen wir mal erstmal hier. Ah, okay, alles klar. What? Okay. Ah, gut, naja, alles klar. Wir müssen die Sternzeichen nachbauen. Ja. Das ist tatsächlich ein bisschen... bisschen tricky. So mit drei Komponenten ist das recht schwer. Irgendwie. Also recht schwer, na. Ihr hättet das wahrscheinlich jetzt... im Nu fertig, ihr cleveren Leute, ihr. Aber, muss gerade, also kriege ich gerade so einen kleinen Knoten ins Hirn. Und dadurch. Weil ich, sag mal, mit zwei Koordinaten oder mit zwei Komponenten geht das, finde ich, immer noch. Aber mit dreien? Das Löwe. Hier ist die 2. 2 ist Schütze. Schütze. Und dann brauchen wir jetzt noch die 3. Wo ist die 3? Da. Na, das. Alles klar. 3 ist die hier? Ich weiß es nicht genau, aber ich würde raten und sagen Stier. Gut. Das heißt, ich kann jetzt hier wieder runter, ne? Und hier wieder ran für das nächste Ding. Ich würde es mal probieren. Also, was haben wir gesagt? 1 war Zweiling. Die 2 war der Schütze. Der Schütze. Die 3, nee, warte mal. Das nehmen wir mal als die 2. Und die 3 war der Stier. So, die 4 war der Löwe. So, und der 5. Der 5 war der Skorpion. Yes. Na Mensch, läuft ja wie ein Länderspiel hier heute. Goldener Schlüssel. So. Haben wir hier. Okay. Einen haben wir schon mal. So, was ist das jetzt hier? Was sag ich hier? So, Elefant. Elefant ist Waage. Ist
Krebs ist das, glaube ich, wa? Früher habe ich immer gedacht, dass das hier, also halt, ne, die 69. Ich habe immer gedacht, dass das eigentlich Fische ist. Aber ist Krebs. Ha! Ja, was bringt uns das jetzt? Wir haben 5 Stück wieder, aber ich weiß nicht, in welcher Reihenfolge. Wir haben 5 Stück. 5. Genau zu sagen. Ach, guck mal. Guck mal. So, hallo, ihr Elefant. Alles klar, dann macht das natürlich Sinn. Und du bist wahrscheinlich der Adler. Alter, du siehst so krass aus, wie ihn den ich kenne. Ich grüße hier nochmal Dirk. So, du bist die Eule. Hm, alles klar. Du warst die Ente. Und Vater ist... du bist der Hirsch, alles klar. Also, Elefant war 1, der Adler war die 2. Ah, ich guck nochmal. Also, das ist die 1. Der Adler ist. Das ist die 2. Die 3 war die Schwester und die war die Eule. Sternzeichen und wegen Tier. So im Sternzeichen der Eule. War die 3. Die war Krebs. Krebs. Die Ente war Nummer 4 und die war Schatze. Und Nummer 5 war der Irsch. Und jawoll. Der Kupferschlüssel. Wir haben den Kupferschlüssel. So. Zack. Mann. Komm, mach doch hier auf das Ding. Ja. Okay, cool. Oh. Wir können die Eule mit den Feuern jeweils nach links und rechts und das wird, ist das geradeaus? Jawohl. Bewegen. Und ich würde mal sagen, wir müssen die hier durchschlingeln. Naja. Schau mal. Oh, 3. Nach vorne. Ja, das sieht gut aus. 1, 2, 3, 4. Nach vorne. Oh ja. 3 Stück. 1, 2, 3. Vorne. Nein. So, jawohl. 1, 2. Reicht das? Nein, reicht nicht. Und nach vorne. Und weg ist sie.
Oder da ist er. Wo ist da? Ja, ist jetzt einfach weg oder was? Oder ist er angekommen? Ist er jetzt an der Insel? Ist er am Strand vielleicht? Wir können mal unten gucken. Lass uns mal unten gucken. Kann man sonst noch irgendwas machen? Mond. Können wir ihn neu drin werfen? Ja, tatsächlich. Das geht noch. Aber das... Ja, das sind noch die alten Sachen. Können wir am Strand hier vorne noch was tun? Nee. Können wir nicht. Dope. Haben sie das irgendwie? Oh. Die Gebeine deiner Mutter. Krass. Okay. Und, was nun? Wir haben die Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. Was sagst du mal? Geiler Grabsteinspruch so. Hier liegen meine Gebeine. Ich wünschte, es wären deine. So. Ja. Kann ich hier die Eule? Gebeine meiner Mutter? Nee. Es geht nicht. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Das können wir nicht machen. Oh, Moment mal. Ach, ja. Na, das ist ja toll. Magisches Pulver. Das war natürlich die erste Intention, die man hat. Erstmal die Beine seiner Mutter durch den Malwolf dremmeln. Warum auch nicht? So, dann würde ich jetzt mal hier zum Feuer gehen. Und sagen. Zeig mal, was jetzt passiert. Aha! Aha! Ja, damit! Und sie haben unsere Mutter auf den Scheiterhaufen verbrannt. Pack, Alter. Gott, nee. Ja, und damit haben wir den Kubus und können hiermit jetzt die Plage abschließen. Und ja, tatsächlich dürfte jetzt bloß noch eine Plage übrig sein. The 10th plague, death of the firstborn. Und damit willkommen zur letzten Plage. Okay. So, was haben wir denn da schönet? Blut! Okay. Blenden die nicht an? Doch. Okay, ist da. Ein Frosch. So, ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, das war die erste solche Blut. Ja. Denn die Froschplage. Oh, eine Feder. Hallo Eule. Okay. Fliegen. Gehen wir erstmal hier lang. Finsternis, würde ich jetzt mal sagen. Oder? Ja, doch, Finsternis.
Er ist so ultra gesprächig, dieser Typ, ey. Er ist, also, ihn mag ich ja wirklich, wa? I hope I'm not the one that dies tonight. Ja. Also heute Nacht soll es abgehen. Ein Apfel. Bürste? Das ist aber eine schöne Bürste. Ja. Okay. Kann ich irgendwas nicht aufmachen? Nein. Kann sie nicht aufmachen. Vater! Tonight, Lake will show her true self to us. Be ready. Ich bin schon seit 9 Plagen bereit für den Scheiß hier. Schauen uns mal erstmal noch mal um. So, gucken wir weiter. Die Eule hat uns ja schon die Feder gegeben. Ein Huhn! Na, Huhn, willst du einen Apfel? So. Okay. Ah! Nein! Ach, wie cool. Wie cool ist das? Bloop? Was war denn das? Wir haben noch vorhin diese Maske gesehen. Und ich glaube, wir müssen unsere Schwester mal so ein bisschen dementsprechend anmalen. So. Road. Ah, komm. Nicht meine schönste Arbeit. Yeah! Okay, cool. Und du hast eine Kerze für uns. Vielen Dank. Everyone's true color will show eventually. Ja, das denke ich mal auch, junge Dame. Ah, junge. Sterbende Vieh. Okay. Dein Uniziefer. Omi. We celebrate the day of the lake tonight. Be ready. Ja. Ja. Ich, wie gesagt, bin bereit. So, können wir hier? Ja, können wir anmachen. Mega. Tja, wollen wir einen Apfel braten oder was? Nee. Ich glaube, da brauchen wir noch was. So, was haben wir hier? Owl. Eule. Okay. Ja, Eule. Eine Eule. Was ist das? Ah, oh no, oh no, oh no, oh no. Okay, alles klar. Ah, ich verstehe. Das sind wahrscheinlich die Fackeln. Na, das sind die Fackeln, aber ich habe mir die noch nicht angeguckt. Ich geh mal schnell dorthin und schau mal, was da für Fackeln stehen.
Halt. Und hier haben wir... Eis. Oh. Okay. Okay, alles klar. Gut, das müssen wir noch rauskriegen, glaube ich. So, okay. Also, dann schauen wir doch mal. Die Hand war hier und daneben war da. Da. Und nun? Nein, echt jetzt? Nein! Nein! Okay, alles klar, wir müssen die Punkte ausmessen. Also, ne, halt... Ach du Scheiße, okay. Und jetzt macht nämlich das hier nämlich Sinn. Okay, von Blut zu Frosch, von Onienziefer zu, ich glaube, Heuschrecke war das, ne? Und dann von Finsternis zu Frost. Das erste ist eine 4. Und das zweite war von hier nach hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, würde ich jetzt mal sagen. Also eine 4, eine 5. Und dann von Finsternis zu Eis. Glatte 10. Eine glatte 10. So, und ich bin auch der Meinung, schon zu wissen, wo wir die benutzen. There. Und zwar, das O war eine 4. Das W war eine 5. Ne? Und das L eine 10. Yes. Ach, da schauen wir. Jetzt klettern wir hier hin. Ah, okay. Was? What? Brauchen wir noch ein Wort hier, oder? Okay. Gut. Ja, da weiß ich jetzt erstmal nicht, welches Wort wir benutzen müssen. Vielleicht müssen wir das irgendwie rauskriegen. Ich würde mal zu Niklas, unserem Vater, gehen. Na, Huhn, willst du einen Apfel? Und würde mal versuchen, da das Rätsel bei ihm zu lösen. Da macht er beide. Zwar einmal der, war einmal der. Also immer die zwei, dann halt die drei. Oder... Hör so nicht auf zu wackeln. Muss ich jetzt auf der Seite hauen oder was? Ah, jetzt wackeln zwei. Okay, jetzt haben wir auf der Seite. Jetzt wackeln drei. Ach nee, echt jetzt? Ja, alles klar, jetzt sind es fünf. Und ihr wisst bestimmt schon, was das System hier hinter ist. Und zwar, ihr müsst immer die Seite, wir müssen immer die Seite schlagen, wo mehr wippen. Ne? In dem Falle die. Hier haben wir drei, jetzt haben wir hier fünf, wieder diese Seite. Und ich weiß nicht, ob wir jetzt 5 zu 4, jetzt dieser Arm. Ich weiß nur nicht, ob wir jetzt bis 10 kommen müssen. Oder wir einfach das... machen, bis wir den Knochensplitter haben. Das kann auch sein. Naja, gut. Okay. Ja, also das war jetzt scheinbar das System dahinter irgendwie. Auch jetzt ehrlich gesagt wirklich nur den puren Zufall gerade drauf gekommen. So, was ist das hier? Wollen einen Pfeil machen oder was? Ja, scheiße, leck mich am Arsch. Wir sollen wirklich einen Pfeil machen. Okay, wir haben Pfeil. Und, ja, ist jetzt glaube ich nicht schwer zu erraten, wer den Pfeil bekommen soll. Du. Und nun? Oh.
Jetzt muss ich hier den Winkel bestimmen, oder was? Wie hoch kann er denn? Mal so? Wovon soll er denn schießen? Nein, der Apfel. Scheiße, verdammt. Und? Oh Gott. Und? Geil, alles klar. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja, tut mir leid, aber... Und er sagt noch, er hofft, dass er nicht heute stirbt. Tja, Bruder Herz. Verdient hast du es, du Spaten. Hier, Onkel, nimm den Pfeil. So, wir haben dreimal nach oben gemacht. Nummer drei. So, Legolas, leg mal los. Und jetzt Kopfschuss. Scheiße. Ja! Yeah! Ein Wurm. Ein Wurm. So, wir können den Pfeil wieder nehmen. Ich bin ja wirklich mal versucht, mal in einem anderen Winkel zu schießen. Aber dann müssten wir das anders raten hier. Das Video. Okay, ich gehe mal zum Huhn. Will ja keinen Apfel. Nimmst du hier mal schön einen Wurm. Und? Findest du gut? Jawohl, ein Ei. Ein Ei, wir haben ein Ei. Und damit, hey, lass uns doch mal zu Oma gehen. Oma hat bestimmt eine schöne warme Pfanne jetzt. Und da hauen wir jetzt das Ei rein. Schön. Und ein Spiegelei machen. Und nun? Noch ein bisschen pinseln? Oh nein! Oh nein! Oh nein, Mann! Komm da raus! Was ist denn? Oh Gott, wieso? Oh, wieso? So, jetzt haben wir einen Küken. Nicht doch. Also ich hoffe es ja nun nicht. Ach, fuck. Ach, tschüss, Küken. Tut mir leid. Na, und? Kotzen wir jetzt hier aus? Und schön Haarballen, Haar- und Knochenballen. Tatsächlich machen das ja Eulen so, ne? Die würgen ja dann quasi die Knochen und das Fell wieder hoch. Wunderbar. Was sind das Buchstaben? F, E, I? Fleisch! So, oder was? 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 Oh nein, nicht doch bitte. So, und schon haben wir hier den Stabilo-Baukasten. Ja, dann lehne ich mich mal weiter aus dem Fenster und hier steht Old. Olds. Ja, und damit haben wir unsere Kombination für den Brunnen. Hallo? Okay. 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 Oh, alles klar. Wir haben die Hasenmaske. Aha, okay, alles klar. Wir müssen jetzt scheinbar für alle Leute die Masken holen hier. Na, super. Ist ja cool. 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. Ja, ich hab schon mal erwähnt, man kommt sich ein bisschen wie beim IQ-Test hier vor. Okay. Fasanenmaske. So. Der Hirsch.
ist das fies. Ist das fies. Oh, das ist ja immerhin. Sorry. Nee. Mist. Ne? 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 Immer auf welcher Seite er war, quasi. Aber du musst es spiegelverkehrt einfach. Was für ein fieser Shit. ihr Schweine. Aber wir haben die Huschmaske. Cool. So, was haben wir jetzt hier? Safe? Zurück oder was? Ah. Okay, nur 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nochmal zurück. 1, Na? Na? Jetzt muss man hier pokern, ja. Jawohl. Und, na, vielleicht. Ja! Und so, oh ja, jetzt ist es der letzte nicht. Oh, doch. Okay. So, ja, hier hat man sich jetzt nur so durchgewurschtelt. Das war jetzt mal nix hier. So, Eber. Da nicht. Und wir haben die Wildschweinmaske. Cool. Und hallo. Ja, this voice and the lost memory, the lost elements of the hellish group. Ja. Wie gesagt, ich habe schon mal erwähnt, massive Anspielung jetzt hier gerade auf Twin Peaks. So, okay. Pusseln wir uns mal schnell durch hier. Die Zeichnung haben wir schon bei Oma in der Küche gesehen. Ah, ah Mist. Der Kubus, wir haben ihn. Nein, das ist unsere Mutter gewesen. Flower hair, heart, chalk, close fire. My memories are the key, not only to the past, but also to the future. Okay. Schwarzer Würfel. Dreh dich um und steig in die Tiefen, das sehe ich ab. Okay. So, in die Tiefen, das sehe ich ihn absteigen. Oh, oh. Wie? Das ist nicht so gut gerade. Thank you.
Okay, kann ich jetzt gerade überhaupt hier irgendwas machen? Okay, alles klar. Gut am Wurmern hier. Ich muss nochmal Richtung Licht, scheint's. Na, Bruder? Okay. It's time. It's time. Upsala. Okay, ich glaube, er hatte die Kaninchenmaske. Ja. Sie hatte die Fasanmaske. Okay, hier kommen wir nicht mehr durch. Oma hatte die Taubenmaske. Ja, du hattest Schweinchen. So, und ich glaube, wir kommen jetzt gerade Richtung Finale. You are ready to meet your destiny. Alter, ich weiß nicht, ob das so gut ist, irgendwie, wenn du hier mit Schicksal kommst irgendwie und ihr hier so ein Opferkult seid. Geh doch dann nicht hin, Mann. Und das. Also ich weiß ja nicht irgendwie, ob ihr den Film mit Nicolas Cage kennt, Wicker Man. Heftige Flashbacks hier gerade. Heftige Flashbacks, Freunde. Aber jetzt, wir müssen... Und plötzlich böse Musik vorbei. Bing! Ja, am Arsch, Alter. Schön, wir stehen in einem Käfig. Fuck. Ja, das war's. Okay, Glückwunsch, du hast Rusty Lake Paradise durchgespielt, du hast alle Geheimnisse gefunden. Geht weiter, darum folg uns. Ja, ba. Ja, okay, alles klar, wir konnten unserem Schicksal nicht entgehen, was uns schon als Junge zuteil geworden wäre. Unsere Mutter hat uns damals gerettet und wir sind zurückgekommen. Und damit ist das Opfer unserer Mutter total für den Arsch. Und wir sind trotzdem drauf hier. Aber, boah, krass, boah, das war so ein fader Beigeschmack. Aber gut, also das Spiel war wirklich fordernd, fand ich. Also die Rätsel waren echt, echt knackig irgendwie. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, wie ihr es fandet irgendwie. Fandet ihr die Rätsel zu einfach? Fandet ihr sie zu schwer? Oder lasst mich eure Meinung wissen, ihr Lieben. Ansonsten, es gibt von diesen Rusty Lake Sachen noch ein paar andere Sachen. Und, also ich hab Bock, mich nochmal durchzuknobeln. Und wenn ihr auch Lust drauf habt, dann sehen wir uns beim nächsten Projekt wieder. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Stöbert noch ein bisschen bei uns auf dem Kanal rum. Und ansonsten, ciao ihr Lieben. Tschüss.